Die botanischen Gärten und Naturmuseen der Schweiz beherbergen über 60 Millionen naturkundliche Objekte. Und hinter jedem steckt eine einzigartige Geschichte. Zum Teil so fantastisch, dass man sie kaum glauben kann. Entscheidet selber, ist die folgende Geschichte wahr oder frei erfunden? Herzlich willkommen im Paläontologischen Museum und Institut der Universität Zürich. Hier neben mir könnt ihr riesige Schildkröten erkennen. Sie ist von der Gattung Titanochelon und die hat etwa vor 20 Millionen Jahren gelebt. Die riesige Schildkröte hätte sogar noch grösser können werden wie die man auf den Galapagos-Inseln heutzutage findet. Vor 2 Millionen Jahren sind dann die Schildkröten leider ausgestorben aufgrund von Klima- und Umweltveränderungen. Das Exemplar, das wir bei uns im Museum ausgestellt haben, ist Titanochelon vitodurana und ist vergleichbar mit der Größe wie Aldabra-Schildkröte. Also sind etwa 1,2 Meter lang geworden und 250 Kilo schwer. Man hat Schildkröte in Sedimentschichten gefunden, die ungefähr 14,5 Millionen Jahre alt sind. Und das erste Mal, wo die Schildkröte in einer wissenschaftlichen Publikation erwähnt worden ist und beschrieben worden ist, heisst, dass man sie beim Strassenbauarbeiten gefunden hat, von der Strecke Uitikon auf Schlieren. Diese Informationen sind aber eher schwammig, wenn man bedenkt, dass renommierte Geologen bei dieser Ausgrabung dabei gewesen sind. Der Grund für die schwammigen Informationen ist, man hat das Fossil im Jahr 1940 gefunden beim Bau eines Tunnels mit Bunker. Und der Tunnel mit Bunker war ein Teil der militärischen Verteidigungslinie, der sogenannten Limmatlinie, wo die Schweiz hätte im Zweiten Weltkrieg beschützen von einer eventuellen Invasion von Norden. Auf der Skizze der Fundstelle des Fossils kann man gut erkennen, dass es sich nicht um normale Strassenbauarbeiten gehandelt hat. Was denken ihr? Habe ich die Geschichte erfunden oder ist sie doch wahr? Rätselt mit und entdeckt weitere unglaubliche Geschichten auf fantasticstories.ch und besucht uns am Tag der naturhistorischen Sammlungen.